Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Cilia. Im letzten Part haben wir hier oben gegen Pressa und Agria gekämpft. Elvin hat sich zwischen einer Attacke von denen gestellt und ist nun wieder mit uns im, ja, bei uns und muss sich ändern. Und erstmal Elvins Entschuldigung. Er muss sich ja noch bei Leia entschuldigen. Ich bin total gespannt darauf. Hey, how's it going, Leia? Good to see you again. Oh Gott, dieser Gesichtsausdruck allein schon irgendwie total nicht Elvin, also den man kennt und total anders und wow. What's with you? After what happened, it hasn't been easy finding my old groove again. I would certainly hope so. Yeah. So, you at least feel bad about it, huh? Well, yeah. Are you doing okay? I'm all right. Sorry about that. Don't worry about it. Are you really okay with me again? Not entirely. Fair enough. Ja, immerhin entschuldigt. Wenn du weitergehst, kannst du womöglich nicht mehr hierher zurückkehren. Oh, okay, Point of No Return oder was? Okay. 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 Dann würde ich sagen, auch wenn ich gespannt bin, dieser Part wird erstmal noch genutzt am Anfang, um ein bisschen shoppen zu gehen. Erstmal Rahmen schwarze Federn. Hallo, Dude. Schon. Blaue Sephira. Ich glaube, das haben wir schon oder irgend so was ähnliches. 3000 galt auch noch. 30.000, Entschuldigung. Au. Oh, macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe mir nur ein wenig den Knöchel verdreht. Was kann ich sein? Dieser Kerl ist Dunkelflügel? Was? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber hört zu, erinnert ihr euch daran, wie Dunkelflügel die Eulerei überfiel? Ich habe gehört, dass sie überall am Tatort schwarze Federn fanden. Wer sonst handelt mit diesen Dingern? Er muss es sein. Wollt ihr eure rahmschwarzen Federn gegen Objekte eintauschen? Aha. Das heißt, er ist ein Verbrecher oder was? Lolit-Erz, Wassergelee, was? Omega-Elixiere. Und halt die Mense. Kräuter. Seltsamer Kern. Hol ich mir einfach mal. Ach, hatte ich schon einen, okay. Ja, ansonsten sparen wir mal. Weil ich keine Ahnung davon habe. Rahmschwarze Krähe. Immerhin jetzt den Titel dafür bekommen. Gut, dann wollen wir mal nicht ausrüsten. Erweitern so viel wie es geht. Alle haben was Unterschiedliches. Natürlich wir mal zuerst der Waffenladen. Aber diesmal wirklich so viel wie geht. Bedeutet alles bis auf eins. Immer grün, Alter. Wie viel habe ich davon, bitte? So. Ein Level Up gibt das schon. Ja, Harmonika Gras bringt nicht so viel. Braucht man nicht reintun. Okay. Ein paar Level Ups sind da schon. Wie viele Waffen gibt es? Einige. Einige. Gut. Rüstungsladen. Fisch. So. Habe ich leider nicht wirklich viel dabei, immerhin drei Level-Ups, wenn ich es richtig gesehen habe. Keine Ahnung. Zubehörladen. Erze. Das bringt nicht so viel. Seltenes Metall. Oh. Sieben Level-Ups. Magieerz. Komm. Machen wir mal die ein paar Level ab. 9, glaube ich, waren das. Die ganzen Rubine sind jetzt Dingsbums freigeschaltet.
So, du willst Bestie-Sachen. Gott. Haben wir leider auch nicht viel von. Naja, immer ein paar Level-Ups. Alles Teiler, Santo, Salbei, Bohnenkraut und so weiter kann ich mir jetzt hier auch kaufen. Cool. Lebensmittelhändler einfach nur, weil ist so. So. Weil ist so. Ich bin jetzt sowieso irgendwie kaum essen, warum auch immer. Aber ist so. Kaufen. Neu ist das Elixier. 10.000. Oh mein Gott. Alles Teiler, Sanduhr, Salbei. 40.000, Alter. Um irgendwelche Statuswerte permanent zu erhöhen. Ach du Scheiß. Okay. Waffenladen, Investor. Was? Spezialität? Nö. Alter, da. Wo sind hier die anderen Lehen noch so weit oben, ne? Was ist das jetzt für ein komisches Symbol hier? Objektladen? Okay. Denke ich mal. Das heißt, wenn ich jetzt auf Level 65 oder 60, denke ich mal, mit dem Laden bekomme ich noch einen neuen Titel oder so. Diamantschutz. Heiliger Mantel. Da fällt mir erstmal ein. Ich habe ja noch einen anderen. Ein Gewand oder so gefunden. Platingewand, das ist doch. So. Diamantschutz. Einmal. Heiliger Mantel. Alter, ich habe 200.000 Gold. Womit habe ich das verdient, Alter? Damit haben wir ja jetzt theoretisch genug Gold. Tigermütze. Lassen wir das erstmal so. Engelsreif. Kaufen wir zweimal. Nichts ausrüsten. Ein Level Up komplett und Hexenkleid. Komplett, was ist das für ein Name und Hexenkleid? Heiliger Mantel. Jetzt im Angebot. Haha. Günstiger Zeitpunkt gewesen. Diamantenschutz. Habe ich, glaube ich, einmal gekauft gehabt. Ja. Gut. Waffenladen. Gott. Was habe ich alles verpasst? Eine Waffe? Zwei Waffen? Oh, okay. Aber nur, weil ich die nicht ausgerüstet hatte. Keine besonderen Effekte. Tyrannenfaust. Ach du Scheiße, ist die teuer. Gleich ausrüsten. So. Das ist für Miller. Mal gucken, ob wir die am Ende noch mitnehmen. Kiefer hat. Du hast gerade Ogre-Zerschmetterer, okay? Warum waren die noch neu? Oder hast du die Waffe umsonst bekommen? Ich glaube, er hat die Waffe umsonst bekommen, oder? Gerade von dem, wo er gerade war, bei den anderen, weil die habe ich nicht gekauft. Kiefer war die letzte, ja. Cool. Das finde ich wirklich cool. So, du hast Brandung. Gibt es noch den Energiestab? Und die Schicksalsroute? Alter, nicht im Angebot. Nicht im Angebot. Kaufen wir die mal.
Gut, und für Leia. Ah, den Runenstab. Kein Level Up. Dann kaufen wir die Waffe jetzt einfach mal für Miller mit. Kein Level Up. Scheiß Dreck. Ist wirklich doof. Schicksalsroute ohne Angebot. Mysterie? Okay. Dann kaufen wir halt ohne Angebot. Scheiß drauf. Gut. Ich würde auch erstmal alles aufrüsten. Ausrüsten. Moment. Es gab doch eigentlich... noch Drachenhelme. Die sind nicht besser als irgendwie die Helme, die ich gerade schon habe, oder? Oder was? Engelsreif. Du hast auch einen Engelsreif. Diamantschutz. Den Rundstab. Und du hast auch nichts, na, ist gut. Hatten wir jetzt nicht Helme? Wäre schlechter, okay. Ach, einen heiligen Helm, den wir tragen, können wir nicht kaufen. Weil noch nicht Rüstungsladen und so. Ja, schon. Schon okay. So, Geistersymbol. Stellt regelmäßigen Abständen 3% TP wieder her. Ja, Amethyst. Resistenz gegen Dunkelheit. Ach, blaue Sephirat statt 1,542, ja. Paladin-Umhang. Habe ich davon einen? Ich glaube nicht. Nehmen wir einen mit. Goldgamaschen. Sogar im Angebot. Kaufen wir dreimal. Ich bin so arm, Alter. Ich habe sofort ausgerüstet? Nee, eigentlich nicht. Goldgamaschen. Uiuiui. Du kriegst auch die Goldgamaschen. Und eigentlich hat er jetzt nur noch Miller. So, wo kriege ich jetzt Tränke und so weiter her? Nee, hier weißen. Oh, brauche ich nicht. Gut. Point of no return, das merkt man schon. Irgendwas sollte ich vorher noch erledigen, ich weiß es nicht mehr. Extra Speicherstand for the win? Keine Ahnung, was ich noch machen wollte. So. Trank des Lebens erstmal wieder voll aufstocken. Apfelgummi voll aufstocken. Zitronengummis. Orangengummis. Wir haben ja das Geld und so teuer sind die nun auch nicht mehr. Okay, Wundergummis sind doch schon teurer. Nehmen wir mal 6. Ich gebe mein ganzes Geld jetzt aus. Kräftige Schmarrnkerl. Ich glaube, das wurde benutzt. Wow, mehr kann ich schon nicht benutzen. Guck ich mal, wollen noch was anderes? Ha, natürlich Elixier. Heilmitteltränke sind nicht schlecht. Und das war's. Also Mischgummis. Nee, kräftiges Schmarrnkerl. Zweimal. Und dann sind wir auch schon vollkommen ausgebucht. Aber so richtig.
Okay. Dann würde ich mal sagen, gucke ich in den Kommentaren, was ich noch vorher machen sollte, oder frage nochmal eine bestimmte Person. Und vielleicht schaffe ich es doch noch ein bisschen zu leveln, wer weiß. Dann sehen wir uns im nächsten Part vor dem Point of No Return wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.